Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute kommt das Rezept, das ihr euch gewünscht habt. Ihr konntet ja aus 3 Rezepten wählen und ihr wolltet gerne das Rezept meiner Aprikosen-Joghurt-Schokotorte haben. Bitte schön, hier ist es. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Biskuitboden mit einem Durchmesser von 26 cm. In der Infobox steht der Link zum Rezept hin. Dann brauchen wir für die Schokocreme 300 Gramm Schokoladenpudding, das ist so eine Art Joghurt, 300 ml Sahne, 2-3 Esslöffel Backkakao, 5 Blatt weiße Gelatine. Für die weiße Creme 300 Gramm Aprikosenjoghurt, 50 Gramm Zucker, 300 ml Sahne, 6 Blatt weiße Gelatine und eine kleine Dose Aprikosen. Für die Verzierung 2-3 frische Aprikosen, 200 ml Sahne, ein Päckchen Vanillezucker und ein paar gehackte Pistazien. Ja, los geht's. Das hier ist jetzt mein Vanillepudding. Das war ein Joghurt und zwar unbezahlte Werbung von Landliebe. Das ist so ein cremiges Joghurt. Das habe ich jetzt in die Schüssel getan. Und als erstes müssen wir die Gelatine einweichen. Dazu gebe ich die 5 Blatt einzeln in kaltes Wasser und lasse da so 5-10 Minuten quellen. Dann habe ich hier meine Sahne. Die schlage ich steif und zwar komplett ohne Vanillezucker und ohne Sahne steif. Wer mag, kann aber ein Päckchen Vanillezucker dazugeben, dass das Ganze etwas süßer wird. Ja, die schlage ich jetzt steif. Heute mal ohne Küchenmaschine. So sah sie aus. Die kommt jetzt in den Kühlschrank, bis wir sie brauchen. Dann geht es weiter mit der Gelatine. Die ist aufgequollen. Die drücke ich jetzt aus und gebe sie in einen kleinen Topf und erhitze sie am Herd. Und zwar aufpassen, bitte nicht kochen lassen, sie soll einfach nur schmelzen und dann passt das Ganze. Ja, die muss ich jetzt anpassen. Dazu gebe ich jetzt von dem Pudding, Sahnepudding war das, 2-3 Esslöffel in die Gelatine hinein und verrühre das Ganze. So sah es dann aus. Und die kommt jetzt in meinen Schokopudding hinein. Also einfach hineinschütten. Und dann auch schauen, dass er ganz schnell das Rühren anfängt. Ja, so sah es dann aus. Also das sind jetzt nur Luftblasen, das sind keine Klumpen. Jetzt brauchen wir die Sahne wieder. Die gebe ich da jetzt einfach mit hinein. Und verarbeite dann die Sahne in den Pudding. Und das mache ich so, ich habe hier einen Schneebesen. Es ist jetzt Schnelldurchlauf, ich habe nicht wirklich so schnell hantiert. Das wird dann einfach vorsichtig untergerührt. Man sieht, das Ganze wird etwas heller und deswegen gebe ich da ein bisschen Backkakao mit hinein, dass das Ganze noch ein bisschen dunkler wird. Aber nicht zu viel, denn sonst wird es zu bitter. Ja, die lasse ich jetzt kurz angelieren. Dann habe ich jetzt meinen Boden, der liegt auf einer Tortenplatte. Da gebe ich jetzt den Backrahmen darum. Und ganz wichtig, was heißt ganz wichtig, es geht auch ohne, aber mit wird einfach der Rand schöner, denn ich habe ihn nicht vor, meine Torte danach zu verzieren. Diese Tortenfolie, diese Randfolie, die ist wirklich toll. Ja, dann geht es auch weiter. Hier ist meine Creme, man sieht, sie hat schon angeliert, richtig gut. Wichtig ist wirklich, dass diese Schokocreme wirklich schon das Gelieren beginnt, damit ihr nämlich solche schönen Tuffs aufspritzen könnt, dass die halt auch schon stehen bleiben. Also wenn das Ganze recht cremig ist, dann zerläuft euch das Ganze. Also das heißt, ihr gebt die Creme in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle, in der Infobox steht drin, wie groß sie ist, und dann werden immer so tuffweise am Rand entlang Tuffs gespritzt, dann in der Mitte komplett ausspritzen damit. Und bei mir hat es bis auf den letzten Tuff genau gelangt. Dann darf die jetzt 2 Stunden kühlen. Dann habe ich hier meine Dosenaprikosen. Die habe ich natürlich abtropfen lassen, dann ein bisschen mit Küchentuch trocken getupft und die schneide ich in kleine Würfel. Wer mag, kann auch frische Aprikosen nehmen, die müsste aber noch häuten vorher. Und ich muss sagen, frische Aprikosen, da ist die Torte nicht ganz so lang haltbar, da kann es nicht passieren, dass die Frucht in der Torte irgendwas schimmelt. So schaut's aus. Ja, dann geht es mit der hellen Creme weiter. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der dunklen. Ich gebe meine Gelatine ins Wasser. Diesmal sind 6 Blatt, weil das Joghurt etwas flüssiger ist. Und deswegen lieber 6 Blatt. Dann meine Sahne, die schlage ich steif.
Genauso wie bei der Schokoladencreme. So sah es aus. Die kommt kurz zur Seite. Besten im Kühlschrank. Hier ist jetzt mein Aprikosenjoghurt drin. Dann gebe ich noch ein bisschen Zucker drauf. Das aber auch nur, weil ich habe es Joghurt probiert. Ich fand es nicht süß genug. Deswegen habe ich noch 50 Gramm Zucker drauf. Wer keinen Aprikosenjoghurt nehmen mag, der nimmt einfach einen Naturjoghurt und gibt da so 100 bis 120 Gramm Zucker mit hinein. Das langt auch. Und dann halt eben die Aprikosenstücke. Ja, die gebe ich hier jetzt mit rein. Ich habe da noch nicht alle rein, weil ich wollte erst mal schauen, ob die Menge her passt. Aber es war wirklich so eine kleine Dose. Ich schreibe euch unten in der Infobox, wie viel genau das war. Die wird natürlich, die Aprikosenstücke werden jetzt natürlich nicht mit dem Mixer verrührt, weil sonst zerfetzt ich sie. Die hebe ich unter mit dem Teigschaber. Dann habe ich hier meine Gelatine ebenfalls wieder ausgedrückt, erhitzt, schmelzen lassen. Und dann muss ich auch die Creme anpassen. Das heißt, ebenfalls 2 bis 3 Esslöffel von der hellen Creme in die Gelatine. Verrühren, bis sie miteinander verbunden sind. Und dann kommen die auch in die weiße Creme hinein. Und da auch sehr schnell das Rühren anfangen. Sonst wird die Gelatine zu schnell kalt und dann habt ihr so kleine Klümpchen drin. Und das ist nicht so toll. Das Ganze geht übrigens auch ohne Küchenmaschine. Einfach mit dem Schneebesen vorsichtig verrühren. Dann auch hier die Sahne. Hier sieht man, hier habe ich jetzt die restlichen Aprikosen noch mit hinein. Also die Menge hat gelangt. Ja, da ist jetzt die Sahne mit drin und die verrühre ich ebenfalls vorsichtig. Ja, und wenn dann die Creme mit der Sahne vereint ist, dann habt ihr so eine richtig schöne Aprikosencreme. Die darf jetzt nicht gelieren. Denn sie soll in die Ritzen da reinlaufen, was ihr da seht. Also die Schokolade braucht mindestens 2 Stunden, bis sie schon fest ist. Denn wenn die Schokolade unten nicht fest ist, dann kann es nämlich passieren, wenn ihr diese helle Creme drauf gebt, dass die Tuffs zusammensacken. Ja, also schaut bitte drauf, dass das wirklich fest ist. Da langt ihr einfach mit dem Finger drauf auf die Schokoladencreme. Und wenn ihr merkt, okay, da dellt sich nichts mehr ein, perfekt. Ja, da kommt jetzt die weiße Creme drüber. Auch ein bisschen klopfen, mit klopfen meine ich, also den Tortenrahmen hochheben, also den, ich habe jetzt hier auf einem Kuchengitter wegen klopfen, dann sackt die Creme nach unten. Die darf jetzt gute 6 Stunden kühlen, also am besten über Nacht. Und dann am nächsten Tag sah sie so aus. Und jetzt kommt das Tolle mit dieser Tortenfolie, also die ist echt ihr Geld wert. Einfach abziehen und ihr habt den perfekten, schönen Rand und spart euch das Verzieren. Schaut doch richtig, richtig gut aus, oder? Finde ich schon. Dann geht es ans Verzieren. Hier habe ich jetzt nochmal 200 ml Sahne mit Vanillezucker aufgeschlagen. Ebenfalls in dieselbe, in einen Spritzbeutel gegeben mit derselben Lochtülle, wie ich unten die Schokolade aufgespritzt habe. Und dann habe ich einfach nur runde Tuffs drauf gespritzt und ich glaube, das waren 14 Stück. Ihr könnt aber auch eine andere Tülle nehmen, also es muss nicht die Lochtülle sein. So sah es dann aus. Dann habe ich hier noch frische Aprikosen, die habe ich natürlich gewaschen und auch getrocknet. Die wird halbiert, der Kern wird entfernt und dann in sehr dünne Streifen geschnitten und ich brauchte da 14 Stück, also so 1 bis 2 Aprikosen. Wer die frischen nicht mag, der kann auch die aus der Dose nehmen. Dann nimmt er sich einfach 2, 3 Stück weg. Ja, und diesmal kommen die Aprikosen nicht auf die Tuffs, das wollte ich nicht, sondern ich lege sie einfach davor. Mal was anders. Aber wer will, kann sie auch auf die Tuffs legen. Also, aber ich wollte halt einfach hinlegen. Ja, und dann war sie fast fertig. Ich wollte noch ein bisschen Farbe haben und ich finde einfach Pistazienkerne am besten. Entweder Minze oder Pistazienkerne. Und diesmal habe ich mich für Pistazienkerne
Herrgott, entschieden. Einfach wenigstens so über die Tuffs drüber. Und dann sieht das Ganze doch schon viel, viel schöner aus. Ja, das war jetzt mein Rezept meiner Aprikosen-Joghurt-Schokotorte. Dieses Rezept gibt es übrigens schon seit 2014 auf meinem anderen Blog, den wo ich nicht mehr aktiv betreibe. Da ist mir dieses Rezept wieder ins Auge gestochen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Video wert. Und ihr habt euch noch dafür entschieden. Das fand ich richtig cool. Ja, ansonsten, diese Torte ist wirklich locker leicht, trotz Schokolade. Also sie ist die perfekte Sommertorte. Das kann ich euch versprechen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!